Der Daniel Brella hat den weißrussischen Bratschenspieler Vyacheslav Dinechtin spontan bei sich daheim aufgenommen. Der Star-Musiker hat nichts dagegen, dass er nicht ins Hotel muss während der Woche vom Festival. For me it improves it. Actually, because, okay, well, es ist viel besser so. Im Hotel wäre ich die ganze Zeit alleine. Hier habe ich mit dem Daniel, der mich super aufgenommen hat, schon gute Gespräche führen. Zwischen den Proben fühlt es sich jetzt an, wie ein Heimkommen. So, if between rehearsals you come home. Sein Gastgeber kennt die künstlerische Leiterin vom Festival, die ihn hat angefragt, den Musiker aufzunehmen. Zugesagt hat Daniel Brella sofort, trotz fehlendem Bezug zu klassischer Musik. Meine Richtung ist mehr Popmusik, aber ich meine, ich habe sicher auch schon klassische Konzerte gehört, aber es ist natürlich alles in einem Rahmen, wo, also ja, nicht extrem viel, aber ja, spannend, freue mich. Der Vyacheslav ist Teil vom Liebkind-Quartett. Heute probt er mit seinen Mitmusikern schon für den allerletzten Auftritt nächsten Sonntag zusammen mit der künstlerischen Leiterin vom Festival, Gwendoline Maisin. Die fünf haben so noch nie zusammen gespielt. Präsident vom Festival und SP-Nationalrat Matthias Aebischer spielt selber seit über 40 Jahren Geige. Mit der Notlösung, die Musiker privat unterzubringen, hat er einen Glückstreffer gelandet. Das habe ich mir wirklich überlegt. Also durch das, dass Musikerinnen und Musiker jetzt haben gesagt, das fäge ich bei der Gastfamilie und auch im Restaurant zusammen essen, das sei fast so gut wie im Hotel, tue ich mir als Präsident natürlich schon überlegen, ob wir es nicht immer so machen wollen. Die Musiker verbringen 10 Tage fast jede Minute zusammen, für einen speziellen Groove auf der Bühne herzubringen. Ab nächstem Donnerstag spielen sie in Saal und Kirche rund um Thun ein Konzert nach dem anderen. Für den israelischen Staatscellist Gabriel Liebkind sind die auch für Nicht-Klassik-Fans interessant. Bad music is boring and good music is for everyone. Schlechte Musik ist langweilig und gute Musik ist einfach für alle da. In klassischer Musik gibt es so viel, was dynamisch und zeitgemäß ist. Und vor allem macht es einfach riesen Spass. Just so much fun. Die Klassik-Liebhaber können sich beim diesjährigen Festival auf 5 Schweizer Erstaufführungen und 3 Uraufführungen freuen.